So, hallo, wir binden heute eine Peccari-Nassfliege als Haken. Verwenden wir einen Dohiku. Das ist die Applikation 302 in Größe 10. Bindefaden UTC 70 Denier, Farbe Wutak. Wir beginnen hinter dem Hakenöhr und wickeln Richtung Hakenbogen. Das Ende schneiden wir ab. Und gehen mit dem Faden bis zum Beginn des Hakenbogens. Für das Schwänzchen nehmen wir Fibern von einer schwarzen Hechel. Die richten uns wir einigermaßen gerade. Die Länge ist ungefähr so lang wie der Hakenschenkel. Das befestigen wir auf dem Hakenschenkel. Könnte etwas kürzer sein, aber passt. Für den Körper brauchen wir Peccari-Haare, Naturfarben, ein Haar. Wir beginnen mit dem braunen Teil. Die Spitze schneiden wir ab. Das binden wir ebenfalls ein. Die Enden schneiden wir ab, so lang wie der Körper wird, und sichern alles mit dem Faden. Jetzt wieder zurück mit dem Faden und nun formen wir noch etwas den Unterkörper. Dazu öffnen wir den Faden, indem wir den Bobbin gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit öffnet sich der Faden und wir können einen schönen Körper wickeln. Immer wieder mal öffnen. Ja, ich glaube, das reicht jetzt. So, nun wickeln wir das Peccari-Haar. Eine Windung neben der anderen, möglichst ohne dass ein Spalt entsteht. Die wechselnden Farben von dunkelbraun, hellbraun in weiß, die schauen echt super aus. So,
Das reicht, wir binden das Ende ab, sichern es mit dem Bindefaden. Und schneiden das Ende ab. Jetzt überziehen wir den Körper noch mit UV-Resin. Ich benutze das von Dierkrieg. Da geben wir mal einen Tropfen auf den Körper. Lieber weniger als zu viel. Mit dem Brush von Dierkrieg kann man das super gut verteilen. Ja, da brauchen wir noch einen Tropfen. So, nun noch mit UV-Licht aushärten. Fertig. Jetzt kommen die Flügel dran. Wir brauchen dazu eine linke und eine rechte Feder von einer Wildente, gefärbt in Diet Pickrick von Krautlein. Die Flügelbreite bestimmen wir mit einem Haken der gleichen Größe. So wie hier zu sehen. Da schneiden wir uns links und rechts von der Feder was ab und falten die zusammen, dass die Innenseite ist die schimmernde Seite, sodass die Flügel auseinanderstehen. In dem Fall. Spitze nach oben, die Länge ist ungefähr so lang wie der Hakenbogen, etwas mehr, wenn es geht. Das binden wir jetzt auf den Hakenschenkel mit einem sogenannten Pinch Loop. Und noch einmal und festziehen. Noch einmal wickeln und gut. Ist okay, ein bisschen länger vielleicht, aber passt. Die Enden abschneiden. Den Bindefaden zum Hakenjahr bringen und vom Hakenjahr zurückwickeln. Bis zum Ansatz der Flügel. Für die Kopfhechel benötigen wir eine braune, dunkelbraune bis schwarze Hechel. Mit der Hechelklemme nehmen wir die Spitze und streifen die ganzen Fibern zurück.
die Hechelspitze abschneiden. Und die schöne Seite zeigt zu uns von der Hechel. So binden wir sie ein. Bindefaden vorwärts zum Hakenöhr. Nun wieder mit einer Hechelklemme festhalten. Möglichst alle Fibern zurückstreifen. Und dann mit der Wicklung beginnen und immer die Fibern zurückstreifen. Eine Windung nach der anderen. So, ich denke, das reicht. Mit dem Bindefaden durch die Hecheln gehen und festwickeln. Noch einmal, dann den Bindefaden vorne. Jetzt können wir die Hechel abschneiden. Alle Fibern zurückstreifen. Mit dem Bindefaden vom Hakenöhr zurückführen. Zum Hechelkranz. Und ein schönes Köpfchen wickeln. Nun mit dem Wipfinisher den Endknoten binden. 2, 3, 4 Windungen reichen. Bindefaden abschneiden. Fertig. Eine sehr schöne Nassfliege. Die Schwanzfäden sind ein bisschen zu lang. Aber gut. Thanks for watching.